Moin Männer und herzlich willkommen zum allerletzten Part von Princess Peach Showtime. Wir machen heute etwas anderes und zwar gehe ich mal aufs Album, denn ich habe ungefähr 10.000 Videos aufgenommen. Das ist echt viel. Und damn, das ist wirklich viel gewesen. Aber in jedem dieser Videos steckt eins dieser Ninjas, die wir sammeln müssen und die wollte ich mir mal angucken. Ich bin immer durch die Level durchgegangen, quasi vom Erdgeschoss nach oben und dann das Untergeschoss zum Schluss. Und ja, in jedem gibt es drei Ninjas, außer im Untergeschoss, da gibt es nur eins. Und dann bin ich quasi, habe ich links angefangen, bin nach rechts, habe mich durchgearbeitet. Und ja, da sehen wir jetzt langsam aber sicher, das zum Beispiel ist ein Ninja. Da war ich noch ein bisschen, was muss ich denn da genau machen? Das wusste ich noch nicht so ganz. Es ist, wie ihr seht, ganz am Anfang des ersten Levels. Und was soll ich sagen? Diese Ninjas sind wirklich extrem, extrem langweilig. Das A drücken. Du hast mich gefunden. Kommt eine arschlange Cutscene und man hat halt den ersten gefunden. So. Und ich muss nach links. Und so läuft das jetzt halt immer. Also wenn man jetzt hier so durchgeht, dann findet man in jedem Level an irgendeiner Wand diesen Ninja stehen, den man dann quasi hier ja, finden muss. Ich bin über Ostern oder über den Anfang der Ostertage bin ich unterwegs gewesen und habe halt im Zug ein bisschen Switch gespielt und wollte das mir, ja, wollte dann halt aufnehmen, wo die sind. So, das konnte ich im Zug machen, in der Zugfahrt, als ich dann da war. Und ja, das macht irgendwie, glaube ich, Sinn, das so zu machen und das jetzt nicht die ganzen Level einzeln zu zeigen, weil alter Vater, ey. Genau, das war das allererste Level. Und ihr werdet ein paar Muster erkennen. wo ist er nur? Ihr werdet ein paar Muster erkennen. Und zwar in den ersten Teilen der Level, also ne, zum Beispiel bei Degen 1 oder bei Ninja 1 oder bei was auch immer 1, sind die Ninjas immer quasi platziert bevor, oder ist er auch schon, platziert bevor die Verwandlung stattgefunden hat. Was das Ganze wirklich langweilig macht, weil man in diesem Einführungsgebiet das hat. Das war also ganz, ganz komisch. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gesehen. So, ich verstehe nicht, warum man das so gemacht hat. Aber, ja, da ist der. Das ist der Nummer 2. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Das ist nicht, musste nicht sein, finde ich. Das hätte man anders machen können. So, die hätte man generell viel besser verstecken können. Also die Hälfte steht einfach hinterm Eingang. Oder so ein Scheiß. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich, das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine beschissene Einführung dieses Gimmicks. Das war in Crafted World besser umgesetzt. In Crafted World kann nämlich irgendwo im Hintergrund das sein. Und dann, ne, stehen die da nicht einfach rum. Und sich denkt, okay, wie ungeil kann man denn bitte irgendwas verstecken? So. Ah, ist einer, genau. Aufhören! Ja, und man muss das Level natürlich auch immer wieder beenden. So, man muss dann durch den gesamten weiteren Bereich gehen, um den Rest zu finden. So, wo ich mir dann denke, tut das Not? Also, auch da, ich bin mir relativ sicher, wenn man da den gefunden hat in Crafted World, dann hat sich das Level beendet. Und selbst in Galaxy 2 war das der Fall. Selbst in Galaxy 2 ist das nicht so schlimm gewesen. So, das war Cowboy 1. Hier ist wieder ganz am Anfang. Das ist ganz lustig, wenn so ein Ladevorgang ist, dann nimmt er das nicht auf. Deswegen ist das Video auch kürzer als 30 Sekunden. Weil man kann quasi keine Videoaufnahme machen, während der gerade in der Ladesequenz ist. Ja, und das Spiel ist halt überhaupt nicht darauf ausgelegt, irgendwas zu suchen. Weil du bist immer im Level drin. So, du bist nicht wie bei Galaxy 2, dass du so krasse Sachen irgendwie dir anschauen kannst oder irgendwo hinspringen musst und dann irgendwie präzise Sprünge machen oder so. Sondern die stehen einfach irgendwo. Du musst die einfach kurz ansprechen und fertig. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam. Aber das ist halt so garbage. Es macht überhaupt keinen Spaß, hat überhaupt keinen Mehrwert.
Die Links nicht übersehen. Das ist halt echt absurder Schwachsinn. Das ist eine absolute Spielstreckung. Und ich habe auch den letzten jetzt nicht eingesammelt. Das ist ein Degen. Da steht einer. Sehe ich den nicht durch, sehe den safe. Ja, also echt einfach absolute Zeitverschwendung. Spielst einfach die Level nochmal. Im Endeffekt. War das der erste? Muss ja. Ja. Wir befinden uns im gleichen Raum, ein Stückchen weiter oben. Jetzt in den nächsten Raum. Ja. Es gab so 2-3. Da habe ich echt gekämpft mit tatsächlich. Mit 2-3 habe ich richtig gekämpft. Das war nicht einfach. Oh, nicht sterben. Aber dafür gab es dann andere, die wirklich sehr viel schlimmer waren. Wo ich mir denke, dass, das ist gar nicht so schlecht versteckt. Aber ihr seht, die meisten sind so trivial. So. Ja, geil. Cool. Dafür musste ich jetzt das nochmal spielen. Also eben ganz gut. Ich habe Podcast gehört nebenbei und, und habe einfach, ne, nebenbei ein bisschen gechillt. Das ist das, Dieben. Dieben 1 ist das. Du hast mich gefunden. Sagen auch nichts Neues. Und, ja. Also so ein bisschen so, wenn man drauf steht, so richtig Braindead-Stuff zu tun, wo man so überhaupt nicht aufpassen muss, wo man quasi einfach nebenbei irgendwas anderes machen kann, so, dann ist das hier top. So, perfekt. Aber ich habe dann doch ein bisschen mehr Anspruch, um ehrlich zu sein, an meine Videospiele. Ich würde schon gerne auch nachdenken müssen beim Spielen. Oder wenigstens entertained werden. Und das hier war halt einfach boring. Da war kein Entertainment-Value drin. Beziehungsweise nicht mehr, als es halt schon im Original war. Beziehungsweise halt weniger, als es im Original war. Weil das Originale hat nicht, habe ich schon gespielt. So, ich kenne die Stories von den ganzen schon. Das war jetzt nichts. Da ist jetzt zwar nix. Es war nix. War einfach nix. Genau, das ist Eiskunstlaufen 1. Das ist der erste. Und dann sieht man wahrscheinlich auch den zweiten relativ fix hinterher. Genau, da an der Brücke steht einer. Das ist Nummer 2. Und könnt ihr euch vorstellen, wo der dritte ist. Seht ihr ihn schon? Seht ihr ihn schon? Ja. Also ich habe nebenbei einen schönen Podcast gehört. Ich habe nebenbei ein paar Videos geguckt. Dafür ist das super. Okay, der verschwundene Reif. Relief. Das war das, okay. Das verschwundene Relief. Genau, hier. Oh, wo ist das nur? Who knows, who knows? Der Detektiv. Das Detektivs... Tum. Das Detektivstum. Und hier habe ich das erste Mal tatsächlich gestruggelt bei dem dritten. Oh, du hast mich gefunden. Genau, den dritten habe ich nicht gefunden. Weil... Der war gar nicht so schlecht. So, das ist jetzt der zweite, genau. Der ist da. So. Der dritte. Und da bin ich wirklich, da bin ich ein paar Mal durchgegangen. Und das war auch so lustig, weil da habe ich das erstmal so richtig gemerkt. Da bin ich nämlich in die, Na, seht ihr es? Genau. Da bin ich das erste Mal quasi mit nur 2 von 3 gefundenen Ninjas in das, in die Verwandlung gegangen. War so, sag mal, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt bin ich ja schon Detektiv. Nee, genau, ist richtig. Stimmte auch nicht. War auch falsch. Ich weiß nicht, warum die es so gemacht haben. Ich weiß nicht, warum die das nicht auch während der Verkleidung gemacht hat. Also, macht überhaupt keinen Sinn. So, hier ist wieder ganz am Anfang schon wieder einer. Falls mal irgendwas überhaupt keinen Sinn ergeben hat, kann man das auch einfach so machen. Einfach ganz am Anfang platzieren, so. Who cares? Oh nein, ich verliere halt. Wenn man sieht beide, wie geil. Beide auf einmal. Da ist einer. Und dann da. Das Video wird jetzt kürzer sein. Oh. Ach, da, genau. Also. Ja, aber es gibt ja natürlich noch immer Mission 2 und 3. Und da ist man ja von Anfang an verwandelt. Und da geht's dann halt auch. So, dann da sind die auch durchs ganze Level verteilt. Das
ganz viele unskippbare Cutscenes, die haben mich auch genervt. Man kann ja nichts an Cutscenes skippen. Was halt auch in dem Fall halt schade war, weil damit hätte ich mir wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde meines Lebens, ja, da behalten können. Irgendwie zurückkommen können. So. Aber das war ja sogar lustig. Weil hier waren wir ja wirklich... Auf dem Zug steht der da hinten. Das ist lustig. Das ist dann auch schon Cowboy 2, ne? Und schon von Anfang an im Cowboy-Kostüm. Und chillen da. Oh, schau mal einen an. Du hast mich gefunden. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt natürlich auch mehr Quality Assurance machen können. Und ja, eben hätte die Dinger schon mal im Vorhinein ein bisschen schneiden können. Ich habe die jetzt in 30 Sekunden Clips gelassen. I'm sorry, okay. I'm sorry. Wir gehen hier durch. Das ist Patisserie Number 2. In solchen Abschnitten war tatsächlich nie was. Niemals. Oh, warte, wo ist das jetzt? Da, okay. Es war nie was in Bonusabschnitten. Die waren immer doch sehr auf dem Weg. Was ich tatsächlich ganz gut finde, würde ich behaupten. Das war jetzt kein schlechtes Ding, dass man nicht die ganzen Bonusbereiche absuchen muss. So, weil, also, die einfach da zu verstecken, wäre halt auch lame gewesen. So, man hätte es einfach lassen sollen. Das wäre gut gewesen, aber. Aber so. Nee. Ich habe doch schon gesehen, wo der ist. Genau da. Bist du auch wegen des Konzerts hier? Und das war auch immer nervig. Es hatte mal nicht so ganz geklappt, die zu finden, ey. Das war das erste Meerjungfrauen-Ding. Zu finden war immer gar nicht so einfach. Oh shit, hier. Hab ich zu weit vorgeskippt. Oh, du hast mich auch gefunden. Krass. So, genau, das war nach der Schildkröte. Man hätte es natürlich auch verbinden können mit den 100% mit diesen Funkelis, aber das war, also mit den Funkelsternen, aber ist ja auch Schwachsinn. Also die möchte ich dann in einem Rutsch zeigen und nicht irgendwie, ja, nicht dann so halb aufgeteilt. So, Ninja Nummer 2. Selbst die Musik habe ich ja leider nicht gehört, weil ich dann meistens eben irgendwas anderes gehört habe. Irgendein Video, irgendein Podcast. Aber die Musik ist ja immer ganz geil. Und es geht gleich weiter. Ja, wahrscheinlich der beste Soundtrack im Spiel. Um ehrlich zu sein. Oder? Was denkt ihr? Das war schon cool. Aha! Also. Generell immer noch großer Fan von Ninja Peach. So. Da ist er. Die gestohlene Statue, na? Wo steht der? Ganz am Anfang wieder mal? Bestimmt. Ja, da steht er links. Okay. Oh! Wie unauffällig. Hier habe ich auch ein bisschen gesucht. Hier habe ich auch ein bisschen gesucht. Nicht den zweiten, den dritten. Ich habe den gesehen, der muss da hoch. Oh! Oha. Hau ab. Genau. Der dritte. Der war sehr, sehr weit von dem zweiten entfernt. Und hier in diesem letzten Bereich. Genau. Und da, weil, ne, da geht ja immer alles zu und der Hintergrund ist so wild. So auf. Ja. So auffällig. Und dann fragt man sich ja, okay, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da! Der war gut. Der war nicht schlecht versteckt. Der war nicht schlecht versteckt. Hier, okay. Ninja. Also Kämpfer. Nicht Ninja. Kung Fu. Kung Fu Kämpfer. Ah! So schreie ich immer, wenn ich die nicht im ersten Moment richtig anklicken kann. So. Okay. Da in der Tür. Ja. Okay. Jetzt mal wieder auch. Oh, huch.
Bin ich ins Loch gefallen, stimmt. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich erinnern. Hier ganz rechts versteckt. Auch bevor man die Verkleidung bekommt. Du hast mich gefunden. Ach, die guten alten Detektiv-Stories. Das ist nachdem er das erste Mal abhaut. Man muss den ja so hinterherlaufen, dem Typen. Und wenn man den das erste Mal so hinterherläuft und der dann abhaut, da an der Stelle ist das. So, genau, das zweite sieht man jetzt auch schon relativ auffällig. Wo die Bombe planten wollen. Ja, genau. Du hast mich gefunden. So, das genau, das hatte ich gesehen im Vorhinein. Da muss man das Zahnrad nehmen, von links und rechts darauf machen, dann da reinkrabbeln und dann rechts hinter den kleinen Zeiger gehen. Das war auch, das ist nicht schlecht, das war ganz lustig. Aber kann man eigentlich auch nicht übersehen. Also ist eigentlich auch ein bisschen useless. Na gut, dann als nächstes glaube ich Superheld 2. Ja. I'm here in the beginning. Und da ist auch schon wieder. Ja. Zack. Du hast mich gefunden. So, war das zweite. Der Weg ist versperrt. Muss man dem UFO zuwerfen. Das ist die Szene, wo man vor dem fliehen muss, dem UFO, und dem immer mit Sachen abschmeißen muss, damit das nicht die drei Typen da wegballert. Und da ist es. So, und das ist das dritte. Ja, gut. Da. Ich muss das nicht weiter aufdruseln, oder? Das ist schon okay. Das war auch fies. Ja, und wo man eh alles kaputt macht. Die OP-Stangen, wo sich Peach dran rum. Ja, was macht sie da? So rumschlingelt. Schlängelt, meine ich, nicht schlingelt. Eigentlich ganz cool. Und mega OP natürlich auch. Zack. Ja, also wo ist denn der jetzt gewesen? Ah, okay. Essie. Warte, ich zeige es euch nochmal ein bisschen mehr. So, da. So, ja, da. Okay. Und der letzte von Kung Fu 2. Okay. Ihr seht, wo ungefähr. Ich habe das Gefühl, da brauchen wir auch keinen Guide für. Brauchen wir echt nur. Eigentlich könnte ich so einen Guide machen, so, okay, die fünf krassesten versteckten Ninjas. Und das würde für 99% der Sachen ausreichen. Das hier war der Schlimmste. Das war wirklich. Das war der Allerschlimmste. Also. Der erste ist okay. Man sieht den ersten, ja. Der ist da auf dem Ding drauf. So, da. Ist nicht schlimm. Der zweite allerdings. Wo ist der? Ich zeige tatsächlich jetzt erstmal den dritten hier, weil ich den dritten viel schneller gefunden habe. Und das einmal kurz zeigen wollte. Der dritte ist nämlich hier ganz hinten beim Endboss schon. Das ist der Boss der Stage. Und da ganz hinten ist der. So, und der andere, der erste ist ganz am Anfang. So, das heißt, wo zur Hölle ist der zweite? Wahrscheinlich irgendwo auf diesem Ritt. Ne, man reitet da auf diesem. Auf dieser Bühne rum. Ja, ihr seht das, da ist man die ganze Zeit am Rumrennen. Die Frage ist, wo zur Hölle ist der? Wo ist der? Ich habe ihn nicht gefunden. Aber, also da muss ich auch sagen, echt richtig krass versteckt. Das ist ja auch relativ schnelles Scrolling. Normalerweise ist ein Scrolling nicht so viel. Man muss sich um die ganzen Gegner kümmern. Aber die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie oft ich da lang gegangen bin, habe ich den nicht gesehen. Ich glaube, ich habe das 8 bis 10 Mal machen müssen, wo ich den da gefunden habe. Crazy. Crazy Versteck. Sehr schön. Gefällt mir. Mehr in Gefahr. Okay, ja, ja. Hilfe, Hilfe. Und wie immer, ganz am Anfang. Ich finde auch die Verstecke sehr uninspiriert. So nirgendwo hinter versteckt oder so. Das hätte mich ja wenigstens noch irgendwie happy gemacht. Aber es ist ja wirklich, dieser Ninja ist einfach in jedem Level 3-mal platziert worden. Da ist nichts extra. Da ist nichts extra passiert. Da hat keiner sich die Mühe gemacht, die irgendwie spezial zu platzieren. Nein. So, die sind da einfach. Das ist ein Ding. Das sind 3 Klicks. Ich weiß nicht wie. Also der hat da einen Tag für gebraucht, sage ich, die da zu platzieren. Mehr Arbeit war das nicht.
Und ja, wahrscheinlich habe ich länger danach den gesucht, als der gebraucht hat, um die zu platzieren. Was natürlich eigentlich, also finde ich überhaupt nicht geht so. Und da ist der dritte. So, Patisserie. Ist das der Funkeli? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sind wir schon da? Sind wir schon an der Stelle? Boah, wir sind jetzt schon 20 Minuten hier am Aufnehmen. Ja, das ist meine Special Tactic. Zum schnell bewegen. Oh, genau. Es müsste Patisserie 3 sein. Ja, steht am Anfang quasi. Genau. Hier, das war eigentlich auch ganz nett. Das war der, genau, Eiskunstlauf-Funkeli. Und hinter einem geht das Eis da weg. Also hinter einem fällt, also fallen ganz viele Eisbrocken runter. Das heißt, man muss sich beeilen. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, als ich das erste Mal gespielt habe. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber wo ist es denn? Da! Zack. Schön. Dachte ich... Ja, ich hab den... Ah, ist okay. Da muss man da halt rechts weiter. Das ist also okay. So, genau. Ninja Funkeli auch okay. Man fragt sich, wo versteckt man das in so einem Level? In so einem... In so einem Secret-Bereich. Gut, dass ich reingeguckt habe, war aber überhaupt nicht nötig. Ja, einfach da. Einfach so an so einer Wand. Ja, das ist ganz hart, ne? 5 Stunden Cutscene. Da, wo die Stute ankommt mit den Wegen. Wo man sich eigentlich raufsetzen muss. Und da war ja auch das, da war ja auch der letzte Stern versteckt da hinten, wenn ihr euch erinnert. Das habe ich auch nicht gefunden, weil ich dachte, man muss darauf und dann bin ich da sofort raufgegangen. Nee, war nicht nötig. So, als nächstes Detektiv. Habe ich gerade die 2 angemarkert. Ne, man muss ja 1, 2, 3, 4 in der richtigen Reihenfolge quasi geistesblitzen. Da wäre Nummer 3 und da hinten. Ich glaube, halt hinter dieser Statue so ein bisschen versteckt. So, ja, gut. Von mir aus. Okay. Da habe ich mich erstmal nicht bewegt. Das ist auch gut. Aber ihr seht, ganz am Anfang vom Level einfach so. So, die hatten halt keinen Ort. So, die hatten halt keinen Ort. Das, sonst platziert man sowas nicht an so einer Stelle. Das würde gar keinen Sinn machen. So, Dijon. Auch ganz am Anfang vom Cutscene. Ich renne hier ein bisschen lang, mache ein bisschen Faxen. Wollte auch ein bisschen Geld sammeln. Und da. Ist er einfach. Oh, du hast mich gefunden. Cool. Der Dieb Nummer 3. Da haben wir den schon befreit. Und sind in diesem geteilten. Und da sieht man es auch schon unten. Naja, also, die muss man jetzt zusammen aktivieren mit dem. Der zieht runter, 3, 2, 1 und zack. Wir hacken zusammen, machen das auf und dann renne ich da schnell runter. Und da ist er. Du hast mich gefunden. So, Superhero. Ihr seht es vielleicht schon, wie der da steht. Er sieht auch ein bisschen stumpf aus, ne? Man sieht so die kleinen Füßchen so ein Stückchen weit. Hm? Ja. Jetzt mach! Danke. So. Oh, du hast mich gefunden. Ladevorgang. Ach, das war... Ja, das war... Das hat dem Ganzen eigentlich die Krone aufgesetzt hier. Auch ein... Also überhaupt kein Versteck. Das Level ist auch viel zu kurz, um da irgendwas zu verstecken. Wenn man so rudimentär macht. Das war überhaupt nichts. Ja, das war's. Das waren alle. So. Was ich jetzt hier gemacht habe... Ich habe quasi Pause gemacht, bevor wir... das einsammeln, damit ihr das auch nochmal zu Gesicht bekommen könnt. Also, was exakt, wie sieht es aus, wenn man das fertig hat? Das Level, so, dann kommt hier. Zack. Wir kriegen Münzen. Und was jetzt kommt, weil jetzt, jetzt haben wir alle, so. Weiß ich nicht, ob es jetzt noch irgendeine Katzchen gibt oder irgendwas, was jetzt noch passiert. Weil wir haben es ja. Das würde mich jetzt ja auch nochmal interessieren, ob sich das wenigstens gelohnt hat hier. Ich glaube. Ich gehe nochmal auf die Stücke. Einfach damit ihr das seht. Hier sind überall diese goldenen Dinger. Aber sonst hier ist ja nichts mehr.
Hier ist ja sonst nichts mehr. So, ich gehe in den ersten ins Erdgeschoss, wollte ich sagen. Ich gehe ins Erdgeschoss und mache da. Spreche nochmal den Ninja an, was der jetzt zu sagen hat. Der jetzt sowas sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, und ich ihm dann den Hals umdrehe. Oder ob der wirklich noch vielleicht ein bisschen mehr hat. Gucken. Sehr gut, alle meine Schüler wurden gefunden. Dann solltest du eine Belohnung erhalten. Versteckspiel geschafft, du hast alle Schüler gefunden. Naja. Besser als nichts. Hässliches Kleid. Das ist ja cool. Kann mir doch keiner erzählen, dass er das schön findet, oder? So. Warte. Genau, das gesamte Theater ist dekoriert. Ich danke dir. Unsere Besucher freuen sich, dass unser Funkeltheater einen neuen Pracht erstrahlt. Okay. Und du? Du hast noch ein letztes Kleid. Nicht hier. Hier. Spezialschleife. Die ist auch cool. Die gefällt mir. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt auch nochmal echt viel Geld angehäuft. Aber ja, alles davon kann ich jetzt auch nicht ausgeben. Naja, dann habe ich jetzt halt 5000 in purem Cash hier rumliegen. Ja! Das war's. Das war's. Das war alles. Ja! Ich habe ja auch eigentlich schon alles gesagt. Das hat es jetzt echt nochmal richtig, richtig, richtig. Das ist echt krass. Das hat es jetzt nochmal richtig in die Länge gezogen. Das muss überhaupt nicht sein. Dass man das hier, dass man sowas hat, finde ich eigentlich mal ganz cool, ne? Dass man sich die Musik einfach so anhören kann. Hier die ganzen Filme. Haben wir auch alle. Ein Stück habe ich eben schon gezeigt. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, hier einmal fix rumzugucken. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Ist auch die Frage, ne? Man sieht hier gar nicht, ob das jetzt alles war, ne? Weil, ich meine, sieht so aus. Also macht auf jeden Fall hier, würde rein technisch abschließen. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was noch zu tun wäre. Also ich würde sagen, wir haben jetzt die 100% gemacht. So, aber das hier einfach nochmal zu sehen. Okay, so sieht das aus, wenn wir das hier alles fertig dekoriert haben. Sie mit ihrer fetten Statue da. Die sie sich da bauen lassen hat, Stella. Auch nicht schlecht, also kann man sich nicht beschweren. Hier ist sie nicht. Aber dafür sind ja andere Sachen. Aber überall gelanden. Ne? Und, ja, das habe ich ja auch geschafft. Das habe ich ja alles gemacht. Aber so einen richtigen 100% Counter hat man nicht. Das ist fast schade, weil das würde mich halt interessieren. Da wäre ich halt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob ich 100% habe. Also müsste, aber, ne, so, wer weiß. So, hier auch, hier ist halt blau verziert. Steht noch ein bisschen was rum. Naja. Und einmal noch das oberste und dann haben wir es echt. Dann sage ich aber jetzt schon mal, ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Spiel. Das Postgame ist halb gut. Die erste Hälfte war gut, die zweite Hälfte überhaupt nicht. Also die Bosse, die Rematch, das heißt, gut, hätte man auch besser machen können. Also ich weiß nicht, es wird schon ein bisschen Potenzial hier auf dem, ne? Hätte man, das war jetzt, das ist echt schade. Warum so eine gute Grundlage? So coole Ideen mit den Stages, aber dann so ein bisschen Lieblosigkeit im Endstadium. So, jetzt frage ich mich, kommt man jetzt einfach wieder zurück? Oder also, man kann ja keinen Spielstand auswählen. Das bleibt einfach jetzt. Das ist der Titelbildschirm und dann drückt man A und ist im Game, wa? Also, ja. Okay, warum gibt's den dann? Das kann man auch lassen. Naja. Ja, sieht doch mal ganz schön aus. Sieht ja noch mal ganz schön aus. Also, Leute, ihr seht, das ist das Theater. Ja, aber schon ein prächtiges Gebäude. Das ist schon cool. Das gefällt mir. Hey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, schreibt doch mal einen Kommentar. Würde mich freuen. Und ja. Dann sehen wir uns irgendwann bei einem anderen Projekt. Es wird SpongeBob sein. Ich habe noch ein anderes Projekt. Vor meiner Nase gerade.
Und ja, Pick mit Randomizer. Das wird jetzt erstmal. Und danach, was danach kommt, das gucken wir dann. Aber gibt ja immer was zu tun, ne? Gibt ja immer was zu zocken. Der nächste Release ist, glaube ich, Paper Mario. Paper Mario 2. Das kommt aber erst im Mai. Also, ja. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao mit dir.